Hey und herzlich willkommen, meine aktiven Freunde, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute machen wir das Season Highlight. Also, wir gucken uns an, was habe ich alles geschafft und was hat mir am besten gefallen und so weiter. Deshalb würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir fangen an mit meinem Level. Wir sind Level 630. Das ist ein neuer Rekord von mir. Den werde ich wahrscheinlich nie wieder schlagen können, diesen Rekord. Aber ich habe ihn aufgestellt und ich bin stolz drauf, dass ich ihn geschafft habe. Und ja, das ist auf jeden Fall eine große, große Freude für mich. Das war nämlich mein großer Traum gewesen. Ein wunderbarer Traum, den ich geschafft habe. Fangen wir mit dem Battle Pass einfach mal an. Kompletter Battle Pass durch. Bonusbelohnungen, alle komplett durch. Mit Season-Belohnungen, mit Bonus-Styles, abgeschlossen. Dann Geralt Mystery Skin, auch komplett abgeschlossen. Und Fortnite Crew besitze ich natürlich auch ebenfalls. Also, grundsätzlich besitzen tue ich alles. Dann, mein aktuelles Kontolevel beträgt 3586. Meine aktuellen Stats sind 47 Solo, 52 Duo und Team 680. Und Limited Highs 75. Das erstmal dazu. Dann kommen wir zu den Sammlungen. Die Sammlung habe ich komplett. Alle Charakter-NPCs 18 von 18. Dann Realitätserweiterungen habe ich von Kampf alle. Von Spielwände alle. Dann kommen wir zu den Aufträgen. Wöchentliche Aufträge habe ich alle abgeschlossen. Dann eidgebundenen Aufträge habe ich alle abgeschlossen. Also Story-Aufträge, so die Geschichte von Fortnite, wo erzählt wird, habe ich alle abgeschlossen. Und ja, Meilenstein habe ich komplett abgeschlossen und absolviert. Alle Aufträge, alle Phasenaufträge fertig. Dann Geheimcode habe ich alle Bonusaufträge fertig. Ich habe die Lackierung, alle Sprays und so weiter habe ich alles bekommen. Das Einzige, was noch gemacht werden müsste, ist das. Aber ich habe eh schon genug Level, also ich brauche die XP eh nicht. Deswegen ist mir das relativ egal. Und ja, Creed-Aufträge habe ich natürlich auch schon fertig. Die sind auch schon verschwunden, weil ich die schon fertig habe. Das so viel zum Thema Aufgaben. Jetzt kommen wir zu meinen Lieblingsmaps, mit denen ich richtig XP gemacht habe. Und wenn ihr in der neuen Season, in der neuen, irgendwann in der neuen Chapter, was weiß ich wann, irgendwann mal XP machen wollt und vernünftige Maps zum Zocken wollt, die einfach sind, unkompliziert und Spaß machen, dann einmal die Map hier. Der Code, Inselcode ist eingeblendet oben. Das ist meine drittliebste Map, Nummer 3. Auf Platz Nummer 2 habe ich... Auf Platz Nummer 2 habe ich diese Map hier. Inselcode steht wieder oben. Das ist mein Platz Nummer 2 an XP-Farm. Und jetzt kommen wir zum glorreichen Platz Nummer 1, der glorreichen XP-Map, wo man wirklich nur AFK rumstehen muss und einfach gar nichts machen muss. Außer sich alle 10 Minuten mal einmal ganz kurz bewegen, dass die Insel dich akzeptiert, als dass du noch anwesend bist. Aber ansonsten kannst du nur rumstehen und das ist mein glorreicher Platz 1 und das ist die Map hier.
Schreibt euch diesen Inselcode auf, das ist auf jeden Fall wichtig für die neue Season und für XP Farm und so weiter. Auch eine gute Möglichkeit, XP zu farmen, ist Rettet die Welt. Und das gibt auf jeden Fall auch geisteskrank viel XP. Und so, wenn man das allgemein alles komplett richtig durchzieht, dann wird man auch Level 630. Und bevor einer Fragen tut, ich habe mir nur den großen Battle Pass geholt. Das heißt, Battle Pass plus 25 Stufen. Also der normale große Battle Pass, also so wie man ihn damals kennt aus Chapter 1, gab es den kleinen, den großen, das gibt es jetzt immer noch. Andere sehen das als sich Level gekauft haben, aber das ist ja der große Battle Pass mit einem extra Angebot, extra groß und so weiter. Deshalb, und ja, soweit, so gut. So, kommen wir jetzt nun zur letzten Sache, zu meinen Season Highlights. Dazu gehen wir einmal auf die Suchleiste und geben ein Kapitel 4 Season 1. So, das sind alle Skins, die in dieser Season hier rausgekommen sind. Und ich sage euch jetzt, was mein Lieblingsskin ist aus dieser Season hier. Also, das ist der Axion-Hüter. Das ist mein Lieblingsskin aus der heutigen Season. Viele Skins, die ich auch feiere, wie Pride Star oder Isaac Clark oder hier die Goldblüte Ace von den Herausforderungen, den gratis PC-Skin, festlicher Fluff und der Sumpfritter, auf jeden Fall auch ziemlich heftige Skins, die im Shop waren, Fortnite Crew, Battle Pass und was weiß ich, alles mögliche, ist auf jeden Fall eine wunderschöne Season gewesen. Meine Lieblingslackierungen, die ich diese Season hier gefeiert habe, sind Kosmos, dann Axior Siegel, Heimatbot und die hier finde ich auch beeindruckend. Ups. Da leuchtet einfach der Stern beim Schießen. Die hier feiere ich am meisten von allen. Das ist meine Lieblingslackierung aus dieser Season hier. Hexadämmerung. Ja, die ist auch cool, die gab es gratis. Und so weiter und so fort. Ansonsten, das wäre es mit dem Video gewesen. Danke, dass ihr euch das angeguckt habt. Schreibt gerne rein, was ihr von all diesen Highlights, all diesen Erwähnungen von meinen Stats, meinem Level und sonst was, was ihr davon am meisten gefeiert habt oder selber gern gehabt hättet. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Tano und bis dann.